Hallo und willkommen bei Bake a Man is Easy. Gemäß dem Motto, jeder kann backen und kochen, zeige ich euch heute, wie man leckere Salatsauce macht. Viele warten ja schon drauf und weil diese auch schon kenne und heute verrate ich euch das Rezept. Dahinter wie immer die Zutaten und jetzt legen wir los. Hier die Zutaten, da habe ich auch Kürbisbrot, das gibt es heute oben, weil ich mache heute Abend einen Salatdiller mit Kürbisbrot und deswegen backe ich das. Also ich mache das nicht immer nur für dich, das Brot. Ich mache das auch für mich, weil mir das auch immer selber esse. Knoblauch, Zwiebel, Zucker. Dann habe ich hier aus der braunen Flasche die braune Flüssigkeit, kennt jeder. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr auch Maggi-Kraut nehmen und müsst ein bisschen mehr Salz nehmen und ich sage dann auch ein bisschen mehr Senf. Aber das kriegt ihr dann selber raus. Dann habe ich hier Salz und Pfeffer. Ich habe es jetzt schon gemischt, ich habe es nicht extra. Also, dann habe ich hier Sonnenblumenöl, ganz normal. Also, ihr könnt Rapsöl nehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein bisschen Olivenöl dazu mischen. Also wie ihr wollt, ist euer richtig Geschmackssache. Dann habe ich hier ganz normale Branntweinessig, hier Wasser. Und hier, das ist kein Weißwein, das ist Gurkenprüfung, Gewürzgurke im Glas. Ihr könnt aber, wenn ihr Peperoni habt oder was, die im Beutel kennt ihr ja, oder im Glas, könnt ihr auch die Brühe nehmen, also wie ihr wollt. Also noch ein Tipp, wenn ihr jetzt kein Salatsauce braucht und ihr habt ein zufälliges Gurkenglas leer und da ist noch Brühe drin, ihr könnt da einfrieren, die Brühe, und beim nächsten Mal, wenn ihr Salatsauce macht, könnt ihr die gerade wieder nehmen. Da geht's ja nicht kaputt. Dann habe ich hier ganz normal die Flasche, das ist vom Balsamico-Essig, habe ich mal sauber gemacht. Und hier habe ich die Behälter zum Einfrieren. Ich mache das immer so, ich mache das immer portionsweise, also für zwei Personen. Ich sage immer so, um die 100 Gramm fülle ich dann hier ab und friere das Ei. Dann einfach einen Topf oder eine Schüssel, einen Stabmixer. Ihr könnt natürlich auch einen Standmixer nehmen, wenn ihr habt. Das ist natürlich euch überlassen. Ein Brettel und ein ganz normales Messer. Ihr könnt auch ein kleines Messer nehmen. Wir haben ja nichts groß zu schneiden. So, jetzt machen wir erst den Knoblauch. Also einfach ein bisschen festhalten, das kennt ihr ja schon. Einfach ein bisschen hin und her zupfen. Dann könnt ihr das schön schälen. Den anderen einfach so hin und her. Ja, da wird es knackt. Schneiden wir hinten den Zwiebel ab. Ja, dann könnt ihr die gerade so rauspulen. Das ist ziemlich einfach. Dann könnt ihr gerade die Schale wegmachen. Seht ihr, wie einfach das geht? Also ihr braucht hier nicht Quetsche oder Presse oder was, und Blödsinn braucht ihr nicht machen. Ich zeige zwar viele Küche, aber so ist es einfacher. Nicht? Dann geht es ganz einfach weg. Die schneiden wir einmal durch, also je nach Größe, weil die wäre dann durchgemixt. Die brauchst du nicht so gleich schneiden. Dann schmeißen wir sie gerade in den Topf. Zwiebel an, vorne Zwiebel ab, hinten Zwiebel ab. Dann schneiden wir die einfach so runter und schälen die gerade. Also die erste Zeit nehmen wir nicht. Ja, und die schneiden wir jetzt halt da ein bisschen klein. Seht ihr, so die Größe. An den Topf rein. Dann hier den Zucker rein. Die braune Flüssigkeit. Ihr könnt das Soja nehmen, wenn ihr wollt. Dann hier unser Salz, Pfeffer. Dann Gurkenwasser. Normales Wasser. Und der Essig. Dann noch unseren Senf. So, dann nehmen wir unseren Stabmixer. Natürlich in der Steckerei, logischerweise, und mixen das einfach so. Also ein bisschen schräg halten. Und das Öl zum Schluss. Ja, ist gut. Ich sage mal so eine Minute durch, dann könnt ihr einmal durchgucken, dass keine Brocken mehr dabei sind. So, und jetzt das Öl. Du musst einfach langsam rein und dabei durchlaufen lassen. Dass sich das alles schön verbindet. Gut, ist ein bisschen laut halt jetzt. Und dass sich gut alles verbindet und durch den Senf, der bindet praktisch das Öl an das Wasser und den Essig. So, jetzt kann man es abfüllen. Das war's schon. Und so sehe ich schon, okay, Hexenwerk. So sieht die dann aus. Ich werde jetzt in die kleine Quelle abfüllen. Gut, ich habe es ein bisschen voll gemacht. Also um die 100 Gramm nehme ich, also Spaß nicht bei der Salatsauce. Und ihr braucht ja bloß eins wiegen, der Rest seht ihr ja. Das könnt ihr gerade so reinschütten. Wenn jetzt 2-3 Gramm mehr drin sind oder weniger, das spielt keine Rolle. Das füllen wir jetzt so in die Flaschen rein. Ich nehme mal einen Trichter. Ja, dann versudeln wir da alles. So, dann habe ich hier noch ein paar Runde. Also wie gesagt, ich mache meistens die Salatsauce für den ganzen Monat. Deswegen ist es auch so viel, ihr könnt natürlich auch bloß die Hälfte machen, wie ihr wollt. Aber für einen Salat oder für zwei Salate lohnt sich das halt nicht, die Salatsauce zu machen. Jetzt füllen wir den Rest noch ab hier. Das müssen wir natürlich auch nochmal wiegen. So, das war's schon. Wie gesagt, jetzt habt ihr theoretisch für den ganzen Monat, also wenn ihr jetzt jeden zweiten Tag Salat isst oder jeden dritten Tag, dann habt ihr für den ganzen Monat Salatsauce. Geht ruckzuck, das habt ihr gesehen. Dann hier den Deckel drauf, das tun wir in den Kühlschrank. Ich sage immer, das kannst du 4-5 Tage aufheben, bevor es benutzt, durchschütteln. Das brauchst du bei denen nicht, weil die frieren mal Ei. Überall den Deckel drauf, dass es schön dicht ist. Und dann kann man es gerade ins Gefrierfach. Dann könnt ihr das gerade so portionsweise rausnehmen.
wichtig ist halt, dass nichts rausläuft, das soll halt dicht sein. Weil sonst kommt da immer Luft rein oder was und dann verliert es seinen Geschmack. Und ich sage ja immer, mehr wie 4 Wochen, 5 Wochen, nicht im Frühjahrsschrank lassen, sonst schmeckt sie irgendwie nicht mehr. Aber wie gesagt, ihr könnt eine Portion sowas rausmachen. Du nimmst gerade raus aus dem Frierfach, schmeißt in deine Schüssel rein, wo du deinen Salat machen willst, wartest 5 Minuten, dann ist es aufgetaut, dann kannst du gerade deinen Salat durchrühren, fertig. Und dann könnt ihr euren Salat machen, richten, ihr könnt ja noch ein bisschen Schnittlauch oder irgendwelche andere Sachen rein tun, wie ihr wollt. Aber der Grund ist da. Und das schmeckt da jedem, also viele zumindest. Wenn dann das eine oder andere nicht schmeckt oder austauschen willst, kein Problem. Hier noch ein Tipp am Rande. Ich wasche immer meinen ganzen Salat, tue ihn in den Kühlschrank. Am besten 2 Stunden vorher, bevor er anrichte. Und dann bleibt er knackig frisch und ist er knackig frisch. Und durch Gewasser mehr drauf, unnötiges. Und ein riesen Vorteil, wenn du das gewaschen hast, hast du praktisch deinen Salat eingekauft, zu wäschen. Und du kannst ihn 3-4 Tage im Kühlschrank aufheben und portionsweise raus tun und der ist immer super lecker. So, und das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Bakerman ist easy. Achso, was ich noch sagen wollte, wegen der Spendenaktion, also wenn ihr was spenden wollt, das Geld geht an den Selbsthilfeverein Waldorf e.V., weil die machen viel Sachen global mit Kindern, unterstützen Schule, das und sel und jenes. Und der Vorteil ist, es geht halt zu 100% in die Einrichtungen von den verschiedenen Ländern. Könnt ihr mal reingucken bei denen, die haben eine Homepage, wenn es euch interessiert. Und das war's jetzt endgültig und bis zum nächsten Mal. Euer Bakerman is easy.